Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, mittlerweile ist der Himmel schon zugezogen. Heute war aber eigentlich ein mega schöner Tag. Wir kommen gerade zurück vom Fahrradfahren. Wir sind in Oberstenfeld heute gewesen und haben da ein paar Runden gedreht. Haben auch mal geguckt, ob wir auf Strava ein bisschen was reißen können auf den Trails, so geschwindigkeitsmäßig. Es fängt jetzt auch gerade eben ein bisschen an zu tröpfeln, also wir müssen gleich einladen im Auto. Ich habe neue Parts von Escolab bekommen, die habe ich auf dem Bike, da seht ihr jetzt gleich welche, die zeige ich euch am Ende nochmal. Und jetzt geht's los mit dem Video, ich habe auch eine neue Kette, mal gucken, ob die dieses Mal hält, die letzte ist fünfmal gerissen in den ersten zwei Monaten. Für euch geht's jetzt aber los. Boah, da ist gerade ein Auto vorbeigefahren, jetzt mega staubig. Ja, nochmal. Ich habe eine neue Kette auf meinem Rad, die letzte SRAM XX1 Kette, die ich gekauft habe und ausgetauscht habe. Die ist innerhalb vom ersten Monat fünfmal gerissen, die habe ich jetzt eingeschickt bei SRAM, habe eine neue bekommen auf Kulanz. Mal gucken, ob die jetzt hält, die habe ich jetzt drauf gebaut. Und genau, neue Escolab Sachen will ich mal testen, da seht ihr jetzt gleich ein paar Bilder. Den 8UX Vorbau gibt es jetzt in 35mm, also endlich in kurz, davor bin ich den in 60 gefahren. So stoked, dass das Ding jetzt endlich da ist, mega Bock das mal zu testen. Lenker habe ich den neuen 9 Grad Fabio Wippmer Lenker von Escolab. Genau, denn bin ich echt mal gespannt auf die 9 Grad, wie das funktioniert. Auch ein bisschen kürzer jetzt wie vorher und die neuen 711 R-Griffe. Aber für euch geht's jetzt los und ich würde sagen, ab auf den Trail, let's go. Nein, es war langsam. Kompression. Jo, also wir treten gerade hoch, der Nico und ich. Sind gerade eine Abfahrt den Krugeichentrail gefahren. Mal gucken, war schon ganz schnell. Ich fahre den jetzt mal ohne GoPro. Und dann kriegt man da noch, denke ich, noch ein bisschen Zeit raus. Aber war schon echt sick. Und ja, bis jetzt hält meine Kette. Mal schauen, wie das den Tag heute über wird. Ist ja ganz neu. Also ich hoffe mal, dass die heute jetzt wirklich hält, endlich mal. Und ja, wir sehen uns gleich oben zur nächsten Abfahrt. Ich denke, wir fahren dann mal rüber zum Kronau Trail. Wir fahren den mal. Ich denke, da sehen wir uns dann gleich wieder. Und ja, bis gleich. Ja Leute, wir sind jetzt gerade hier am Auto, haben eine kurze Pause gemacht. Es gab Ostermuffins, weil heute ist Ostersonntag. Ja, also es ist echt chillig hier in Oberstenfeld, wenn ihr hier Trails Labs fahrt, dann kommt ihr immer wieder am Auto vorbei, wenn ihr an der Krugeiche oben parkt. Und könnt auch immer wieder ans Auto fahren, was essen oder trinken. Also es ist echt chillig hier. Für uns geht es jetzt auf den Kronau Trail und der Nico hat schon die GoPro an seinem Brustgurt. Also ich würde sagen, wir sehen uns gleich da und euch viel Spaß wie immer. Kronau Trail, let's go! Okay.
Ui. Jo, was ist das hier, Alter? Erstmal alles Bunny hoppen. Ne? Okay. Was ist das? Ui. Okay. Ich hab's auch nicht geschafft. Jo Leute, also ich fahre jetzt mal Propane Spindrift. Wir haben mal Räder getauscht. Fahren jetzt nochmal den Kronau Trail hinten. Oder? Kronau Trail? Ja, Kronau Trail. Ich bin ja echt mal gespannt drauf, wie sich's mit dem Bike hier fahren lässt. Ist auf jeden Fall ein bisschen anders eingestellt als meins, aber fühlt sich schon mal ganz gut an. Und kürzer ist auch. Und ja, dann schauen wir mal, wie sich das schlägt. Mega Bock und ja, mal sagen, viel Spaß euch mit noch einer Abfahrt. Yo, der Nico kann, muss an dem Fahrrad liegen. Geil. Ja, macht beim. Das macht auch mega Bock. Das Bügel hat mega weg. Servus. Boah, Hilfe.
chasing you. Übel geil. Ja. Ja Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Die Sonne ist jetzt doch nochmal rausgekommen, gerade zum Schluss. Ich glaube, die Wolken ziehen drüber, wir haben Glück. Wobei... naja, so mehr oder weniger. Kette hat gehalten für heute. Die neuen S-Collab-Sachen sind richtig geil. Da habt ihr gerade vorhin am Anfang vom Video ein paar Shots gesehen. Genau, ich war heute mit Nico unterwegs, hat richtig Laune gemacht. Wir haben zwischendrin noch mal Räder getauscht, habt ihr ein paar Clips gesehen. Richtig witzig. Und yo, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.